Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns dem Medion Eraser High-End Gaming PC Hunter X20. Der Release von diesem Rechner ist erst am 27.05. Deswegen kann man sich hier zum Aktionsstart auch erinnern lassen. Wenn ihr das über das Smartphone aufmacht, steht da sogar ein Countdown. Also 27.05. vormerken, falls ihr euch dieses System kaufen wollt. Ich habe mir ganz grob schon mal die Hardware angeguckt und dazu kann ich dann auch sagen, dass dieses Gehäuse bzw. dieses Bild kein Fake ist. Das Gehäuse ist ein bisschen abgewandelt. Das Originalgehäuse ist von Invin, das werden wir auch gleich noch sehen. Es ist eine Wasserkühlung drin verbaut, der Lüfter wird auch da drin sein und es sieht soweit ganz stimmig aus. Wir starten mit den technischen Daten. Hier haben wir die Produktdetails. Ein Intel Core i9-11900K Prozessor, der kostet bei Geisshals 599,38 € bzw. bei Mindfactory, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist aus der aktuellen Generation, der hat auch ordentlich Bums und liegt in der Vergleichsliste auf chip.de, jeder testet anders. Es gibt wahrscheinlich auch Seiten, die den auf Platz 1 hieven, wie auch immer, liegt der auf Platz 7. Davor kommt noch der 10900K, also quasi der Vorgänger, das irgendwie komisch ist, aber ich weiß auch nicht genau, wie die testen. Ich habe mich damit jetzt nicht großartig befasst. Es geht ja bei mir nur um Hardware und nicht um Hardware-Tests in dem Sinne. Deswegen, ihr wisst da, wo ihr dran seid, der ist auf dem 7. Platz. Auf dem 1. Platz bei denen der AMD Ryzen 9 5900X. Damit will ich jetzt nichts sagen. Es ist einfach nur so, jetzt habt ihr ungefähr einen Vergleich, was die Leistung angeht. Den packen wir also so in den Warenkorb. Dazu gibt es Windows 10 Home. Ja, das habe ich auch rausgesucht, das kennt ihr ja schon. Hier ist es auch schon Microsoft Windows 10 Home. 32 oder 64 Bit kann man sich immer aussuchen bei der Installation. Immer 64 Bit installieren am besten. Kostet 26,94 € bei MySoftware. Packen wir so auch in den Warenkorb. Jetzt wird's interessant, Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB. Ich weiß nicht von welchem Hersteller. Die Founders Edition kostet so um die 700 € rum, 720 glaube ich sogar. Und die kostet bei Geisshals aktuell, wenn wir die Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC nehmen, die noch ein ganzes Ticken besser ist, 2.299 €, was total utopisch ist. Wie gesagt, die UVP liegt bei 720 €. Normalerweise müssten wir auch die UVP vergleichen, aber wir haben jetzt hier die realistischen Preise gerade, wie halt der Markt so ist, danke an die Bitcoin-Miner an der Stelle. Das ist eine super Grafikkarte, damit rockt ihr so ziemlich alles. Es gibt noch die 3090, ja, aber die reicht völlig aus, auch mit 10 GB GDDR6 Speicher, wunderbar. Ihr habt auch hier mal gesehen, im Preisvergleich, die hat mal 879 gekostet. Da müssen wir uns gleich im Endpreis so ein bisschen orientieren. Jetzt gerade, ihr seht, sie steigt. 2.299 €, es ist nicht mehr haltbar, sowas. Aber das packen wir jetzt so in den Warenkorb und wir rechnen gleich nochmal ein bisschen was runter. Das werdet ihr dann sehen. Dazu gibt es ein MSI MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi Mainboard. Endlich ein vernünftiges Board. Ein großes Board, viele Erweiterungsmöglichkeiten, WLAN. Hier haben wir es auch schon, ihr seht es. Ihr habt so viele Erweiterungsmöglichkeiten an diesem Board. 4 RAM-Plätze, wenn ihr später noch erweitern wollt. Die sind anfällig für gefälschte Webseiten. Du kannst mich mal, AVG. Das meinte ich. Antivirenschutz ist für den Arsch. Aber ich brauche es mittlerweile, weil ich viele Sachen zugeschickt bekomme. Und die muss ich zumindest checken. Das macht der Windows Defender zwar auch, aber ich habe da jetzt nochmal AVG mit reingeknallt. Ist auch die Free-Variante. Da braucht man auch keinen Schlüssel und muss nichts bezahlen. Von daher, hängen. Also, 4x RAM. Hier kommt natürlich der Prozessor drauf, hier habt ihr die Grafikkarte drauf, hier habt ihr die M2-Festplatte, hier unten noch ein Erweiterungsport, der eventuell sogar vom Lüfter verdeckt wird, das weiß ich nicht. Nochmal ein Erweiterungsport, nochmal ein Erweiterungsport, nochmal ein M.2-Slot, hier die SATA-Anschlüsse, also wunderbares Board soweit. Hier haben wir noch die Anschlüsse USB 2x, PS-2, hier haben wir DisplayPort, hier haben wir HDMI, was ihr sowieso nicht benutzt, weil ihr habt ja eine Grafikkarte im Rechner. Das scheint USB 3.0 Gen 2 zu sein oder 3.1. Ich kenne mich da nicht so aus mit USB. Ich steck's dran und es funktioniert. Ihr habt da nochmal 4 USB-Ports. USB-C habt da drin, Netzwerkanschluss. Die beiden WLAN-Antennen, die ganzen Soundausgänge mit optischem Kanal. Also es ist wirklich ein gutes Board. Ich habe es auch selber schon mal verbaut, aber in der AMD-Variante. Das war ein B550 oder X570, ich weiß es nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall ein gutes Board, funktioniert wunderbar. Packen wir auch so für 206 € von Galaxus in den Warenkorb. Dazu gibt es ein Seasonic Focus GX750 Netzteil. Es ist doch so einfach. Wir hatten im letzten Video den Fall, dass da einfach nur stand, da ist ein Lüfter drin, 32% Effizienz und noch irgendwas stand da drin. Ich weiß es nicht mehr. Das ist eine vernünftige Angabe. Seasonic weiß ich persönlich nicht so, was ich davon halten soll. Es schreiben viele, es wäre gut. Ich bleibe bei Corsa, Be Quiet, Enermax, wo ich persönlich mit Erfahrung habe. Ich habe ja nicht nur einen PC bisher zusammengebaut, sondern mehrere.
Und da waren die Netzteile soweit gut. Seasonic habe ich noch nie verbaut. Vielleicht sollte ich mich damit mal auseinandersetzen. Hier haben wir es auch schon bei Geizhals. Also 750 Watt auch völlig ausreichend für dieses System. Ist aber auch gefordert von der 3080. Das muss man so dazu sagen. Und vor allen Dingen auch von dem dicken Intel-Prozessor. Kostet 107 Euro bei Mindfactory. Also der Preis lehnt sich auf jeden Fall schon mal bei BeQuiet an, wenn er nicht sogar höher ist. Packen wir so in den Warenkorb. Dazu gibt es eine 1TB PCI Express SSD. Gut, dass sie es dabei schreiben. Es ist keine SATA SSD. Es ist wirklich eine PCI Express. Ich glaube nicht, dass die jetzt Samsung da reinhauen werden. Deswegen nehmen wir wie immer eine Crucial oder was ähnliches. In dem Fall nehmen wir eine Kingston A2000. Wird sehr oft verbaut von Fertig-PC-Herstellern. Hat aber auch 2200 MB in Lesen und 2000 MB in Schreiben. Reicht völlig aus. 84,90 Euro bei Cyberport packen wir so in den Warenkorb. Jetzt wird es natürlich richtig dicke, 4TB HDD. Ihr habt eine Menge Platz. Natürlich ist es so eine Sache, ob man Spiele jetzt unbedingt auf eine HDD installieren muss. Kann man machen, hat man längere Ladezeiten, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Schöner wäre natürlich gewesen, wenn sie vielleicht noch 2TB SSD eingebaut hätten oder ähnliches. Aber gut, wir können damit leben. Ich habe jetzt einfach mal eine Western Digital WD Blue 4TB genommen. Es gibt die natürlich auch von Seagate oder anderen Herstellern. Völlig egal, die kosten alle ungefähr dasselbe. Kostet bei Völkner 79,24 Euro und packen wir so in den Warenkorb. Dazu bekommen wir 32 GB Kingston HyperX Fury RGB DDR4 Arbeitsspeicher mit 3200 MHz. Das hat auch einen Grund. Dieser Intel-Prozessor unterstützt offiziell auch 3200 MHz. Die haben es endlich richtig gemacht. Und 32 GB. Und RGB. Was wollt ihr mehr? Also Kingston vor allem. Gut, klar, Corsair hätte mir jetzt wieder besser gefallen. Das ist aber von jedem selber abhängig. Es ist kein G-Skill oder so drin. Es ist ein Kingston. Hier ist er auch schon. 32 GB DDR4 3200. Kostet 172 Euro bei Mindfactory. Da bewegen sich die Corsair auch ungefähr. Das ist kein schlechter RAM. Das ist ein ernstzunehmender RAM, der funktioniert, der hat die passende Taktung. Es ist nicht übertaktet, es ist nicht zu niedrig, es ist genau passend. Das Teil hat jemand zusammengestellt, der wenigstens ein bisschen Ahnung hatte. Das packen wir jetzt auch so in den Warenkorb. Und dazu bekommen wir eine AlphaCool Icebear 240 Wasserkühlung mit zwei InWin Saturn ARGB 120mm Lüftern. Ja, ich weiß nicht, warum sie die Icebear-Kühlung und andere Lüfter genommen haben. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben eine 240er von AlphaCool, aber mit den eigenen RGB-Lüftern. Es gibt die mit und ohne RGB-Lüftern. Hier haben wir sie auch schon, AlphaCool Icebear Aurora 240, also auch eine 240er, hat auch hier schön die Lüfter mit Beleuchtung, pipapo, 121,40 Euro, ist schon ein stolzer Preis für so eine Wasserkühlung. Es gibt zum Beispiel von Enermax auch eine 240er, die kostet nur 60 Euro. Ich weiß nicht, inwieweit die sich da jetzt unterscheiden, weil mit AlphaCool hatte ich noch nicht so viel zu tun, aber ist schön, dass eine Wasserkühlung drin ist. Und das sagt mir auch wieder, dass das Bild nicht fake ist, was auf Medien bei der Seite ist. Das würden die sich auch, glaube ich, gar nicht erlauben. Das packen wir so einfach mal in den Warenkorb. Hochwertiges Markengehäuse mit beleuchtetem Glasdesign, steuerbar per MSI Mystic Light Software. Das ist wie bei Asus, da gibt es ja auch Aura Sync und so weiter. Gibt es auch von Gigabyte, die haben alle verschiedene Programme. Ihr könnt die meisten Lüfter damit aber auch ansteuern. Ich denke, die wollen jetzt einfach nur sagen, dass das Gehäuse vorne dieses Logo habt und ihr könnt da quasi die Farbe bestimmen. Ich glaube von der Wasserkühlung auch. Das hochwertige Markengehäuse ist auch ein InWin-Gehäuse. Ich habe es tatsächlich gefunden, sieht in der Front etwas anders aus, hat aber sonst denselben Aufbau. Hier ist es auch schon, ihr könnt euch das gerne auch nochmal merken soweit und mal vergleichen mit dem Medium-Gehäuse. Die haben quasi nur die Front verändert. Die Füße sind dieselben, hier oben ist die Box fürs Netzteil und so weiter. Das kostet 98,39 Euro bei Mindfactory, ist auch schon ein stolzer Preis. Ich glaube, ich sollte mich mit InWin mal auseinandersetzen. Vielleicht machen die wirklich gute Gehäuse. Wir hatten das Gehäuse, glaube ich, schon mal und da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schau mir das nochmal an, aber für dieses System reicht es völlig aus. Ihr könnt es ja eh nicht ändern, es ist ein Fertigsystem. Packen wir so in den Warenkorb. Ja, Wi-Fi 6AX, der neueste Standard. Bluetooth 5.1, also top Sache. Ist auf dem Board mit drauf, klar. Aber man will es mal erwähnt haben. Dann haben wir einen Netzwerkcontroller mit 2,5 Gigabit LAN. Reicht auch völlig aus. Realtek 7.1 Channel High Definition Audio. Das habe ich eben schon gesagt mit optischen Ausgang und so weiter. Wenn ihr jetzt ein 7.1 System hättet, könnt ihr es am Rechner anschließen. Auch dem Mainboard geschuldet natürlich. Also die drei Sachen. Da hat jetzt Medion nichts mehr mit zu tun. Software OEM-Version vorinstalliert. Die OEM-Versionen sind meistens noch ein bisschen billiger. Windows 10 Home hatten wir eben schon. Kostenlose Testversion für Microsoft 365. Eine 30-Tage-Testversion. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ihr nutzt das. Und wollt hinterher an den Sachen weiterarbeiten, dann müsst ihr es kaufen. Oder ihr benutzt irgendeine kostenfreie Variante. Schmeißt es direkt runter. Nimmt irgendwie LibreOffice oder sonst irgendwas in der Art. Das ist halt kostenlos dann. McAfee LifeSafe, kostenlose 30-Tage-Testversion. Ja, also das System wird auf jeden Fall vollgemüllt. Aber ich kenne es von Medion-Systemen auch nicht anders. Dadurch werden die Systeme ja günstiger.
die Hersteller von der Software sagen, du installierst das vor, du kriegst einen kleinen Obolus dafür und vielleicht haben wir Glück und generieren damit ein paar Kunden. Schmeißt es einfach runter, nehmt wie ich dann AVG oder bleibt beim Windows Defender. Ich habe AVG jetzt wie gesagt nur genommen, weil ich viele Sachen zugeschickt bekomme und ich dann nicht allen so vertraue. Ja, das hier sind die Anschlüsse vom Gehäuse. Das könnt ihr euch ja alles durchlesen. Ist jetzt nichts Besonderes, hat jedes andere Gehäuse auch. Abmessung und Gewicht 19 Kilogramm. Das ist eine Ansage. Ist dem Gehäuse, dem großen Board und auch der Wasserkühlung geschuldet. Auch die 4 Terabyte HDD, das kostet alles richtig Gewicht. Also von daher. Lieferumfang, hier ist der PC, eine kabelgebundene Maus von Medion gibt es auch noch dazu, die habe ich jetzt mal weggelassen. Rechnet 20 Euro später drauf, macht bei so einem Preis sowieso den Braten nicht mehr fett. Ein Netzkabel ist dabei und eine Garantiekarte. Ja, gut, wunderbar. Dann haben wir jetzt soweit alles zusammengestellt und dann schauen wir uns mal den Preis an. Hier haben wir nochmal die Western Digital 4 TB, hier haben wir die Kingston A2000, den Intel Core i9, den Kingston HyperX Fury RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf 3.794,81 €. Das System soll kosten 2.799 €. Jetzt werden einige von euch denken, boah, das ist ja ein Schnapper. Ja, jetzt in der Zeit auf jeden Fall schon. Es gibt wahrscheinlich sogar Leute, die das System kaufen, die Grafikkarte rausnehmen, die verticken sie dann für diese 2.000 € und den Rest haben sie dann geschenkte Hardware. Aber es ist einfach so, dass die Grafikkarte viel zu teuer ist. Aktuell. 2.300 € für eine Grafikkarte ist utopisch zu viel. Und ihr habt gesehen, vor einem Jahr ungefähr, beziehungsweise vor einem halben Jahr, lag die so bei 800-900 €. Rechnen wir jetzt mal, weil wir nett sind, ich weiß ja nicht, welcher Hersteller da drin ist, 1.000 € nochmal runter. Landen wir vom Warenkorb her, wenn wir die 3.794 € nehmen, minus 1.000 €, bei 2.700 € ungefähr, was das System auch kostet, oder 2.800. Das Teil kommt fertig gebaut zu euch nach Hause. Windows ist vorinstalliert. Eine ganze Menge Müllsoftware ist vorinstalliert. Die könnt ihr aber einfach runterschmeißen, ist ja nicht so schlimm. Aber dieses System ist ein ernstzunehmendes System. Wenn ihr diese 2.800 € übrig habt, dann ist es fair. Es ist jetzt nicht übelst günstig. Es ist aber auch nicht zu teuer. Wenn man jetzt mal von der UVP ausgeht, von der Grafikkarte, ist es schon ein bisschen teuer. Aber ich kann es euch wirklich empfehlen. Das Ding, das rotzt euch alles weg. Ich mache jetzt auch keinen FPS-Test. Brauche ich nicht. Das ist Quatsch. Bei einer 3080 und einem Intel aus der aktuellen Generation, der auch noch sauschnell ist, da bleiben keine Fragen mehr offen. Wenn es am 27.05. rauskommt, ihr habt das Geld übrig, holt es euch. Könnt ihr nichts mit falsch machen. Schmeißt die Müllsoftware runter, lasst Windows quasi drauf oder installiert Windows auch einmal komplett neu, wie ihr es gerade haben wollt. Und dann ist das ein ernstzunehmendes System. Ich meine, ihr habt insgesamt 5 Terabyte Festplattenspeicher, 32 GB RGB-RAM mit 3200 MHz, aktuellen Intel. Was will man dazu noch sagen? Und ein großes Board. Ihr könnt erweitern. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt die Spiele nicht auf der HDD installieren, ja, dann ist doch egal. Dann kauft ihr euch für 200 € 2 Terabyte SSD und schiebt die da rein. Der Slot ist frei. Ihr braucht die nur da reinstecken, festschrauben, fertig. Ihr könnt auch noch mal ein bisschen googeln, es gibt viele Berichte zu diesem System, unter anderem Chip Online und Heise Online, wie sie alle heißen, die haben darüber berichtet. Schaut es euch ruhig mal an. Von meiner Seite aus eine klare Empfehlung, auch wenn es ein Intel-System ist. Ich bin ja nicht so der Fan davon, aber ich muss wirklich sagen, das Ding ist gut. Jetzt noch mal etwas in eigener Sache. Ihr wisst, wir haben hier unseren Discord und er wird schon sehr gut besucht. Finde ich sehr gut. Es werden viele Fragen gestellt, es wird der Community-Chat richtig betrieben. Wenn ihr Lust habt, joint unserem Discord, stellt Fragen, ich antworte auch immer, ihr seht das hier. Es gibt auch mittlerweile einige User, die antworten den anderen auch. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr einfach mal beitreten würdet. Ihr erfahrt auch noch ein paar private Bilder quasi von mir. Das ist so quasi mein Instagram für mich, weil ich auf Instagram einfach nicht aktiv bin. Ihr seht hier halt quasi teilweise unsere Setups, die wir so haben. Das hier ist jetzt das von Lexi, das hier ist meins. Wir haben von unserem Gaming-Raum Fotos gemacht. Also wenn ihr euch dafür interessiert und auch Fragen habt oder ähnliches, dann stellt sie am besten im Discord. Vor allen Dingen, wenn ihr mir ab und zu Systeme vorschlagt. Ich sehe, YouTube löscht schon wieder Kommentare. Ich bin das nicht. Ich habe noch nie nicht. Ich habe nicht einen Kommentar gelöscht. Das macht YouTube selber. Sobald ihr einen Link da reinpackt, da gibt es irgendwelche Keywords, dann schmeißt YouTube das raus. Dann kommt lieber in unseren Discord rein, stellt hier in dem Beratungsbereich eine Frage und dann wird euch immer geholfen. Ihr seht, was hier los ist. Die Leute schicken die Systeme hier rein, die machen auch Screenshots und ich kann euch dann sagen, ob das System passt oder eben unsere Community hilft euch, wenn ich gerade mal nicht da bin. Ihr seht auch schon, hier wird richtig gut gejoint. Das ist jetzt dieser Join-Channel, der wird immer angezeigt, wenn jemand neu reinkommt. Also es sind wirklich viele Leute da, sind alle sehr hilfsbereit, alle sehr nett. Wenn es Probleme gibt, schmeiße ich die natürlich raus, ist bisher noch nicht vorgekommen. Von daher, also joint ruhig, der Link ist unten in der Beschreibung. Der Link zu dem PC ist natürlich auch in der Beschreibung von Medion. Wartet bis zum 27. Und ich sage euch ganz ehrlich, und das sagen auch Heise Online und Chip Online, dieses System wird schnell weg sein. Habt ihr das Geld übrig, seht zu, dass ihr einen bekommt.
Gibt es, glaube ich, auch nur online. Ich glaube, Aldi selber macht das gar nicht. Es ist auch wegen Corona, dass die Leute da wieder Schlange stehen vorm Laden. Die werden das nur online haben. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr den Discord dann noch joint. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert bitte den Kanal. Das würde mir sehr helfen, weil je größer dieser Kanal wird, desto eher habe ich die Möglichkeit, Systeme zum Testen anzufordern. Also nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich die Hardware. Ich kriege dann Testsysteme zugeschickt, die kann ich mir angucken, dann kann ich euch punktgenau sagen, was drin ist und ob sich das lohnt. Die muss ich natürlich wieder zurückschicken, aber es würde mir wirklich helfen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und dann bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen und ciao, ciao.